Hey, Adi. Ja. Guck mal, was uns Falcon One zugeschickt hat. Na, ganz weißt cool. Weißt du, was das ist? Eine Matte, wo man drauf Sport machen kann. 1A. Falcon One ist das. Und die Firma heißt Falcon. Wie? Pellet Falcon. Pellet Falcon. Die haben uns das zugeschickt zum Testen. Finde ich sehr cool. Und das ist ja keine normale Matte. Die haben uns extra darauf hingewiesen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen geguckt. Die ist mit zwei Schichten. Doppelbeschichtet, genau. Einmal eine raue Fläche zum Haft und einmal eine glatte Fläche, wo man drauf trainieren kann. Ja, und zwar ist die Oberseite von der Autoindustrie und das ist auch ein deutsches Produkt. Das ist eigentlich auch cool. Also in der Zeit, wo alles irgendwie in China hergestellt wird, ist es mal ganz cool, ein komplett deutsches Produkt zu haben irgendwie. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir trainieren jetzt erstmal ein bisschen damit. Alles klar. Attacke. Wir haben jetzt ganz schön viel Übungen auf dieser Matte gemacht und so mein Zwischenfazit ist eigentlich, dass es eine echt coole Matte ist. Also ich kenne jetzt nicht viele Matten, muss ich gestehen, außer meine Mutter, die hat so eine Yoga-Matte und dagegen stinkt die echt übelst ab. Also die Matte, du kannst dich zu mir setzen, hier auf dem Boden, auf der Tatsachen. Nee, also wer eine Matte oft benutzt, der sollte sich auch was Hochwertigeres holen, denke ich. Wer nur ab und zu mal Sport macht, da reicht eine billige. Aber jemand, der es wirklich oft benutzt, der lohnt sich das schon, denke ich. Auf jeden Fall. Vor allem, weil es abwaschbar ist, obendrauf. Gerade du schwitzt ja so viel, ne? Hab ich gehört. Ja. Nein, Quatsch. Nein, aber es ist halt abwaschbar, das ist das Schöne. Das haben wir eben gemerkt, wo wir es in Vogelkacke reingelegt haben. Konnten wir direkt wegwischen wieder. Ne, das ist schon ganz gut. Und die ist übelst rutschfest. Also so ein Schneeabhang runterrutschen oder so ist nicht damit. Das Gute ist halt, wenn man sie hinschmeißt, die rollt direkt alleine aus durch das Gewicht, ja, weil sie ein bisschen mehr wiegt als alle anderen Matten, finde ich. Ja, 2 Kilo die ich bis jetzt benutzt habe, da hat man immer irgendwelche Wellen drin, muss sie erstmal bügeln. Die liegt schon sehr gut an auf dem Boden und auch vom Rutschfesten ist sie sehr fest vom Griff her. Also man rutscht nicht drauf ab, auch wenn man ein bisschen verschwitzt ist. Auch wenn die Oberfläche ein bisschen feucht wird, rutscht man nicht aus, weil das hat sehr guten Griff hat. Feucht, ja. Ne, ist schon ein nices Ding. Und ich sag hier nochmal Danke an Falcon. Das ist kein Placement. Also ich hätte auch einfach sagen können, so die Matte gefällt mir nicht oder so. Also das ist wirklich einfach nur ein Giveaway gewesen. Aber, weil ihr wisst ja, im Moment bin ich sehr sportlich, mache Diät und alles und auch viel Sport. Und ich finde so eine Matte eigentlich ziemlich cool. Ich hätte jetzt erstmal nicht so viel Geld ausgegeben für eine Matte, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte mir erstmal eine billige gekauft. Aber im Nachhinein holt man sich dann doch irgendwie immer was Hochwertigeres.
Je nachdem, wenn man auch trainiert, braucht man sowas auch. Ja, also deswegen, wer vielleicht schon eine billige hat und unzufrieden ist, sollte, also kann ich das ruhig mal hier ans Herz legen. Die ist echt cool mit der Dämmung, die fängt halt sehr viel Kraft auf. Also wenn man hüpft oder so auch, die federt richtig, nimmt die ganze Kraft auf und das ist auch cool. Es gibt auch mehrere Varianten von dieser Matte. Stimmt. Es gibt auch Matten, auf denen kann man speziell mit Sprungseil drauf, mit Sprengseil drauf sprengen, sogar mit Stahlseil. Und, ich verlinke euch einfach mal alle möglichen unten in der Beschreibung, könnt ihr mal reingucken. Da findet ihr auf jeden Fall die Amazon Rafflinks, ihr wisst, das kommt mir ein bisschen zugute. Und einmal die Homepage von den Leuten, da stehen auch noch die ganzen fachlichen Daten, alles mögliche, wie dick das ist, welche Materialien das ganz genau sind. Und wie schwer das ist und. Ist ein Start-up-Unternehmen aus Deutschland und ich finde, kann man ruhig mal unterstützen. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Mit, glaube ich, 79 Euro ist die Matte eigentlich im mittleren Bereich, die man auch dafür zahlen kann auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir trainieren jetzt einfach noch ein bisschen darauf. Ja. Denn so ein Traumkörper hier, wie die Ente hat, der kommt nicht schon allein. So sieht's aus.